Aua, mein Kratzer! Ich brauche dringend einen Verband! Ah, das tut weh. War das ein Papierschnitt? Oder irgendwas? Oh, Lucian entwickelt sich! Dum, dum. Jo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Pokémon Smaragd. Und ja, heute sind wir hier stehen geblieben. So, oh, du bist das. Du bist ein sehr großartiger Trainer, der mir in Blütenburg bald geholfen hat. Hilf mir, Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss die Dievenwaren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Keine Sorge, ich hole die Dievenwaren. Oh yeah. Und unser Gekkabor namens Julian wird sich schon mal gleich entwickeln. Es braucht noch 127 Erfahrungspunkte, dann wird schon mal weiterentwickeln. Und das ist auch sehr super. Ja, ich kämpfe mal gegen diesen Trainer. Meine Pokémon sind die Kings. Überzeug dich selbst. Okay. Was für Pokémon hast du denn? Eine Herausforderung von Teenager Ludger. Ach, Hollow wird von Teenager Ludger in den Kampf geschickt. Ein Macholo. Ja, los, Julian. Ich mache mal Rückzugieb. Ha. Energiefokus. Jetzt hört sich die Chance, dass Macholo einen Volltreffer hat. Aber schaffen wir es? Ja, wir haben es geschafft. Super. Und Julian erreicht Level 16. Das reicht. Das heißt, Julian wird sich gleich entwickeln. Also, sie wird sich entwickeln. Oh, Verfolgung. Gut. Der Verfolgung. Bringen wir natürlich bei. Ja, wir können mal Pfund wegmachen, weil das brauchen wir nicht mehr. So, Julian hat Pfund vergessen und Julian erlernt Verfolgung. Spieler besiegt Teenager Ludger. Aua, mein Kratzer. Ich brauche dringend einen Verband. Ah, das tut weh. War das ein Papierschnitt? Oder irgendwas? Oh! Lucian entwickelt sich! Dum, 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 dum. Yay! Lucian wurde zu Reptane. Also hat sich so weiterentwickelt. Lucian versucht, Zornklinge zu lernen. Aber Julian kann nicht mehr als 4 Attacken lernen. Soll eine Attacke zugunsten von Zornklinge vergessen werden? Müssen wir mal nach. Wisst ihr was? Ich mach ruckzuck Keepback. Außerdem haben wir schon unser Schwabini für normale Attacken und ja. So, Julian hat ruckzuck vergessen und Julian erlernt Zornklinge. Nice. Du, dann setze ich mal Lukas auf erste Stelle und Team TG Craft auf zweiter Stelle. So, damit ich diese Pokémon auch mal trainiere. Und es ist ein Flummel.
Wenn das Flummel erscheint, los, du gehörst. Ich glaube, wir fangen es einfach mal, aber nur um den Pokédex auszufüllen. Oh, Volltreffer. Tja, dann doch nicht fangen. Weil es war ein Volltreffer. Warte mal, haben wir aber schon noch Pokébälle? Ja, wir haben noch viele Pokébälle. Also da haben wir eh noch Chance, Pokémon zu fangen. Meine Käfer-Pokémon sind stark. Lass uns kämpfen. Okay. Eine Herausforderung von Käfersammler Eros. Bompel wirft den Käfersammler Eros in den Kampf geschickt. Los, Lukas. Aquaknarre. Au, Giftstachel. Ah, vergiftet. Das ist schlecht. Ja, noch so ein paar Angriffe, dann würde ich mal, falls ich so ein Gegengift habe oder eine Beere, die dagegen ist, die gegen Gift hilft, So, Lukas erhält 90 Erfahrungspunkte. So, als nächstes wird Ninkada von Käfersammler Eros eingesetzt. Wird Daniel das Pokémon wechseln? Nein. Ich verwende mal da. Und sehe noch nach, ob wir was gegen den Gift haben. Oh, hier habe ich kein Gegengift. Vielleicht ist da was dagegen. Aha, Pilzbeere. Die hilft. Super. Das ist gut. Okay, Ninkada setzt Härten ein. Aber nicht so schlimm, weil jetzt sind wir im Vorteil, weil Ninkada auch ein Bodentyp ist. Lukas setzt Aquaknarre rein. Und sehr, sehr effektiv. Es hat zwar nicht gereicht, aber sehr effektiv. Und noch einen Tackle machen. Und tada. So. Lukas erreicht Level 12. Super. Und Spieler besiegt Käfersammler Eros. Ich habe verloren. Ich dachte, ich könnte dich am Kragen packen. Ja. Mit Käfer-Pokémon kann man mich nicht am Kragen tragen. Ja. Ich habe noch Schutz gefunden. Aber hier im hohen Gras, da findet man auch noch so ein Avra, das hier seltener war. Ich will es mal fangen, weil ich will das mal ins Team nehmen. Ich hoffe, ich finde es mal. Ich würde jetzt mal sagen, ich mache jetzt mal einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Avra gefunden habe. Okay. Ein paar Sekunden später. So Leute, ich bin jetzt wieder da und ich habe jetzt einen Upper gefunden, was ich ins Team nehmen möchte. Und das nur Teleport jetzt machen kann und fliehen kann. Also fliehen kann. Muss ich jetzt schon mal einen Ball werfen. Ich nehme jetzt den Superball, weil der ist hier jetzt am besten. So, ich hoffe, dass das drin bleibt. Nein, verdammt! Das. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es wieder gefunden habe. Okay. 2000 Jahre später. Okay, Leute, ich bin wieder da. Ich habe ein neues Abfall gefunden. Und ich versuche es jetzt mal nochmal zu fangen. Yes! Geschafft! Wir haben einen Abfall gefangen! Super, unser neues Teammitglied! So. Abra. Pokémon Nummer 39. Größe 0,9 Meter. Gewicht 15,5 Kilogramm. Ich versuche jetzt mal in Zukunft auch das andere zu lesen. Ja. Abra schläft täglich 18 Stunden. Beobachtungen haben ergeben, dass es mit Teleport seinen Aufenthaltsort ständig wechselt.
Möchtest du Abra einen Spitznamen geben? So, ich suche jetzt mal einen Abonnenten aus. Mal sehen. Okay, und den Abonnenten, den ich jetzt ausgesucht habe, ist TPA Plays MCPE. Ja. Dann nehmen wir einfach mal TPA. Plays, TPA Plays. Ja. Gut. Dann haben wir schon mal gefangen. Und mir fällt gerade auf, ich habe auch vergessen, mal den Pokédex-Eintrag von Reptain anzusehen. Das wollte ich noch anschauen. Reptain, Pokémon Nummer 2. Basierend auf einem Waldgecko. Größe 0,9 Meter. Gewicht 21,6 Kilogramm. Aus seinem Körper wachsen Blätter. Diese Blätter helfen ihm, sich vor Feinden in dicht bewachsenen Wald zu tarnen. Okay. Das ist schon zu wissen. Und ein wildes Nikade erscheint. Ich glaube, wir fangen es jetzt einfach mal, aber nicht als Teammitglied, nur um Pokédex aufzufüllen. Sowas habe ich auch oft gesagt, aber nur als Erinnerung für neue Zuschauer, die das Video gerade so erst jetzt sehen und die vorherigen Folgen nicht angeschaut haben. Nur so Info. Mist. Ich mache noch einen Rückzug-Keep. Nein! Ah, scheiß Volltreffer. Ah, ich... Volltreffer sind zwar auch gut, aber manchmal, wenn man Pokémon fangen will, nerven sie. Ja, aber beim Pokédex auffüllen, da haben wir ja viel Zeit. Da, ich möchte noch Lukas ein bisschen heilen. Weil wenn das wir jetzt Abra gesucht haben, ja, hat er noch viel Schaden bekommen. Weil einmal war es so Flucht unmöglich und bekam viel Schaden. Ja, dann packen wir mal TPA Plays auf erster Stelle. Und machen dann mal weiter. Ah. So. Ich lerne in der Schule und auf dem Heimweg lerne ich auch. Okay. Gut. Eine Herausforderung von Schulkind Kerstin. Knilz wird von Schulkind Kerstin in den Kampf geschickt. Okay, los TPA, please. Ja, da TPA, please nur Teleport kann. Wow, das Wort Teleport passt gut zu dem Namen dazu. ja. Wechseln wir schon mal das Pokémon. Warte mal, ist doch ein Knilz? Ja, es war ein Knilz. Okay, los Team TG Craft. Jetzt sind wir schon mal einen Vorteil. Und Team TG Craft setzt Schnabel ein. Okay. Ruckzuckieb. Ah, geschafft. Yeah. Spieler besiegt Schulkind Kerstin. Ich bin geschockt. Was habe ich verloren? Ah, meine Stimme, die war gerade so hoch. ja. Aber so mache ich es dann immer, wenn ich so Texte von so Charakteren lese.
Ah, ein wildes Pokémon. Das ist ein Vivian. Teleport. Ja, das ist ein guter Angriff. Zum Flüchten. Ah. Und das ist ein Schmalbini. Okay. Teleport. Okay, eigentlich kann ich auch Flüchten einsetzen, aber eigentlich ist Teleport wie Flüchten. Wenn es keinen Tunnel gibt, dann klettere ich eben über den Berg. Okay. Eine Herausforderung von Wanderer Lucius. Kleinstein wird von Wanderer Lucius in den Kampf geschickt. Los, TPA Plays. Und ich wechsle jetzt mal. So, TPA Plays genug, komm zurück. Los, Lukas. Kleinstein setzt Einigler ein. So, dann machen wir mal Aquaknarre. So, das ist sehr effektiv. Kleinstein wurde besiegt. TPA Plays erhält 73 Erfahrungspunkte. TPA Plays erreicht Level 8. Boah, ich habe gerade TPA Plays falsch ausgesprochen, weil ich habe jetzt gerade TPA Plays gesagt. Aus Versehen. Ja. Gut, Spieler besiegt Wanderer Lucius. Also, ich soll es so sagen. Verlieren erschöpft mich. Yeah. Oh, ein Doppelkampf. Wir werden dich hart rannehmen. Dies hier ist eine Sackgasse. Ich langweile mich zu Tode. Lass uns kämpfen. Okay. Lass uns einfach mal kämpfen. Kleinstein wird von Madara Nicolas in den Kampf geschickt und Knies wird von Teenager Mark in den Kampf geschickt. Okay. Dann wechsle ich mal zu Team TG Craft. Also ich schicke jetzt einfach mal TBR Plays aus dem Kampf. Und Lukas macht Aquaknarre auf Kleinstein. So, das ist sehr effektiv. Kleinstein, der Gegner, wurde besiegt. TBR Plays erhält 48 Erfahrungspunkte. Lukas erhält 48 Erfahrungspunkte. Team TGCraft erhält 48 Erfahrungspunkte. Ah, so viele Erfahrungspunkte. Ja. Und der Wanderer schickt noch einen Kleinstein in den Kampf. Okay, Team TGCraft, setz mal Schnabel auf Knetzein. Und Lukas mach Aquaknarre auf Kleinstein. So. Sehr effektiv. Und das ist auch sehr effektiv. So, Kleinstein wurde besiegt. Lukas erhält 63 Erfahrungspunkte. Team TG Craft erhält 73 Erfahrungspunkte. Oh, Team TG Craft erreicht Level 13. Oh, Flügelschlag. Das ist eine sehr gute Attacke. Ich glaube, ich mache jetzt mal Schnabel weg. So. Team TGCraft hat Schnabel vergessen und Team TGCraft erlernt Flügelschlag. Knitz setzt Tackle ein. So, machen wir einfach Flügelschlag und Tackle. Yeah, der Tackle hat gereicht. Und die TBR Plays erreicht Level 9. Super. So, Loturze wird
von Teenager Mark in den Kampf geschickt. So, TNT Craft setzt Flügelschlag ein. Sehr effektiv. Und Lukas erhält 43 Erfahrungspunkte. TNT Craft erhält 63 Erfahrungspunkte. So. Wanderer Nikolas und Teenager Mark sind besiegt. Eieieiei. Das war aber kein fairer Wettbewerb. Das hat Spaß gemacht, auch wenn ich verloren habe. Oh yeah. Du kannst den Schneider hier einsetzen. Möchtest du den Schneider einsetzen? Ja. Gut, da sind noch mehr Trainer, gegen die wir kämpfen können. Damit du es nur weißt, ich bin noch nie von irgendjemandem irgendwo in irgendwas geschlagen worden. Schau dir das hinreißende Fell meiner Pokémon an und du wirst dich vor Bewunderung kampflos ergeben. Lady Carola und Schnüsselklaus möchten kämpfen. Lotulze wird von Lady Carola in den Kampf geschickt und Zigzag wird von Schnüsselklaus in den Kampf geschickt. Und mal raten, beide haben zur Top-Genesung. Also Schnüssel und Ladies haben immer so Top-Genesung dabei. Ja. Aber ich wechsle schon mal das Pokémon. Ich wechsle mal zu Julian. Und wir kämpfen jetzt einfach so weiter. So, los Julian. Und Lukas setzt Aquaknarre ein. Zigzags Gegner setzt Tackle ein. Lotusse setzt Erstaun ein. Ich mache jetzt mal Zornklinge auf Lotusse. Weil Zornklinge ist so eine Käferattacke und Käferattacken sind stark gegenüber Pflanzen-Pokémon. Und mache Aquaknarre auf Zigzags. Yeah. So. Und genau, wenn man je öfter man Zornklinge einsetzt, desto stärker wird jetzt die Attacke. Das will ich jetzt nochmal sagen. Ja. Und das ist wieder mal sehr effektiv und Lotulze wurde besiegt. TBA Place erhält 72 Erfahrungspunkte. Und du erhältst 42 Erfahrungspunkte. So. Lukas erreicht Level 13. Justian erhält 72 Erfahrungspunkte. Und weiter geht's. Zigzags wird von Lady Carola in den Kampf geschickt. So. Ein weiteres Zigzags wurde besiegt. Und Pfeffern wird von Schnüsselklaus in den Kampf geschickt. Jetzt aber Zornklinge auf Pfeffern, weil ja, je öfter man Zornklinge benutzt, desto stärker wird halt die Attacke. Habe ich auch vorher gesagt. Ah, genau. Käferattacken sind stark gegenüber irgendeinem Unlichttypen. Das habe ich ja vergessen. Aber gut. Wir haben einfach das Pfeffern mit einem Schlag K.O. gemacht. Super. Dann mache ich jetzt Zornklinge auf das Zigzags. Und auch noch Abwehrknarre. Ja, aber Zornklinge reicht schon. Und das Zigzags wurde besiegt. Lukas erhält 51 Erfahrungspunkte. Und Jürgen erhält 51 Erfahrungspunkte. Lady Carola und Schnüsselklaus sind besiegt. Du meine Güte, das ist eine völlig neue Erfahrung für mich.
Oh, sag, dass das nicht wahr ist. Doch, es ist wahr. Das ist die... Das ist wirklich wahr. Das ist die Wahrheit, ja? Ist wirklich wahr. So. Hab jetzt einen Trank erhalten. Ah, und das sind... auch andere Trainer. Bin in alle möglichen Sachen in der Trainerschule. Ich will einiges jetzt mal ausprobieren. Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Okay. Schulkind Orlando und Göre Ricarda. Ach, ich habe falsch ausgesprochen. Göre Ricarda möchten kämpfen. Trassler wird von Schulkind Orlando in den Kampf geschickt und Meryl wird von Göre Ricarda in den Kampf geschickt. Ah. So. Ich wechsle jetzt einfach mal zu Hüchen. Und mache jetzt mal Aquaknarre auf das Trassler. Trassler setzt Konfusion ein. Und Meryl setzt Einigler ein. Okay. So. Dann einfach Verfolgung auf Trassler und Tackle auf Meryl. Und die Verfolgung hat Trassler besiegt. Super. TPA Place erreicht Level 10. Das ist gut. So. Und wir sind halt auch wirklich im Vorteil. Also mache ich jetzt einmal Kugelsatz. Und auch noch Tackle dazu. Okay. Gut. Meryl wurde besiegt. TBA Place erhält 36 Erfahrungspunkte. Und Lukas erhält auch 36 Erfahrungspunkte. Ja. So. Das Schulkind und den Göre wurden beide besiegt. Ich habe in der Schule nicht aufgepasst. Daher habe ich verloren. Du bist mir haushoch überlegen. Dann schauen wir mal weiter. Du kannst jetzt Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja, möchte ich. Oh yeah. Hier haben wir noch ein paar Beeren, die wir pflücken können. Die pflücken wir uns auch noch. Yeah. Oh yeah. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Und laufen wir jetzt einfach weiter. Und machen jetzt das, was wir eigentlich machen müssen. Und zwar, tja, hier in dieser Höhle zu gehen. Ja. Oh. Oh, was mache ich nur? Pekko und ich auf... Pekko und ich waren auf einem Spaziergang. Und da kam so ein Schlägertyp. Der Schurke hat mir mein Liebling Pekko geklaut. Oh, Pekko. Dann ist auch, ich helfe ihn. Ich werde diesen Schurken so richtig fertig machen. Oh. Ein Pokémon. Das ist ein Flummel. Ich versuche es einfach mal einzufangen, aber so wie vorher versuche ich es jetzt einfach mal nur um den Pokédex aufzufüllen. Sonst nix.
Und wird's noch überleben? Okay, come on. Yes. Ja, Plummel wurde gefangen. Und, neuer Eintrag im Pokédex. Pokémon Nummer 45, Flummel. Flister. Größe 0,6 Meter, Gewicht 16,3 Kilogramm. Erscheint so laut wie ein Düsenjet. Flummel atmet durch seine Rohrkanäle, also Hörkanäle, ein und kann daher kontinuierlich schreien, ohne Luft zu holen. Möchtest du Flummel einen Spitznamen geben? Nein, weil ich es nicht ins Team nehme. So, Daniel hat Pokéball gefunden. Ein wildes Pokémon. Wieder ein Flummel. Ich flüchte jetzt einfach mal. Und wechsle jetzt mal das Pokémon. Und haben wir noch Schutz? Ja, das möchte ich noch nehmen. So. Okay. Was? Du willst gegen uns antreten? Na dann hol dir deine Trachtprügel. Jarr. Man sollte sie alle klein Kill holen. Na, wieder falsch ausgesprochen. Naja, Kill holen war's. Das als Geißel genommene Pokémon hat sich als völlig wertlos erwiesen. Und dafür habe ich nun einen Fluchtweg in diesen Tunnel nach nirgendwo gegraben. Hey du, forderst du mich etwa heraus? Ja. So. Eine Herausforderung von Team Aquarüppel. Fifi wird von Team Aquarüppel in den Kampf geschickt. Okay. Dann mach jetzt mal Aquaknarre. Tackle. Aquaknarre. So, das schaffen wir. Ja, das schaffen wir ganz schnell. Jetzt müssen wir noch einen Tackle machen. Und geschafft. Gewonnen. Alk. Und so läuft eine vielversprechende kriminelle Karriere in eine Sackgasse. Daniel gewinnt 220 Pokédollar. Das ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Alles, was ich zu tun hatte, war ein Paket von Devin zu stehlen. Wenn du es so dringend wieder haben willst, dann nimm es halt. Yay, ich hab die Dämonwahn. Uhu. Und wir haben auch diesen Vogel gerettet. Also das Pokémon von dem alten Mann. Pecco, ich bin froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pecco verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Black. Oh, ich habe aus Versehen schon geklickt. Ja. Ah, du bist also Daniel. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere ich nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in deinem... Ich habe wieder falsch ausgesprochen. Immer wieder. Na. Ich wohne in dem kleinen Haus am Meer, in der Nähe des Blütenburgwalds. Komm, Pecco, wir sollten uns auf den
Heimweg machen. Bia. Okay. Ja, und ich muss schon mal sagen, das war es mit dieser Folge von Let's Play Pokémon Smaragd. In der nächsten Folge geben wir schon mal den einen da hier die Dämonenwaren zurück. Da, damit meine ich diese Waren. Auf jeden Fall, bleibt dran, in der nächsten Folge geht's weiter. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!